Hi, na? Wie Hi, geht's? na, gut, und dir? Ein bisschen stressig wegen der Schule. Mathe ist so schwer. Bei Irgendwie mir kommt nicht auch. mehr klar. Hey. Hi. Hi, na? Alles klar. Ja, bei euch? Gerade bei uns beiden Alles ein bisschen super. stressig. Ja. Hey. Oh, hey. Hi. Wie geht's euch? Gut, und selber? Alles Ja. super. Sag mal, Leo, stimmt das, was in deinem Blog steht? Hat Hannes wirklich mit Frau Meier geschlafen? Ja, stimmt. Das habe ich von Paul und der hat es von Hannes selber. Und Hannes ist auch noch stolz drauf. Das glaube ich Wow. dir aber wirklich in 100 Jahren nicht. Das ist wahrscheinlich eh wieder nur eine erfundene Geschichte von denen. Nur damit er wieder mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt. Wenn du mir nicht glaubst, frag ihn doch selbst. Naja, ist ja auch egal. Wie wär's mit einer Runde WWOP? Klar, ich bin Klar. dabei. Let's go. Cool. Ich fang an. WWOP an Leo. Okay. Ich nehme Pflicht. Okay, ruf Lisa an und sag ihr, dass du in sie verliebt bist. Oh mein Gott, geil. Oh nee, nee, kommt. Oh, Nee, komm schon, sei niemals. kein Weichei. Na gut. Hey Lisa, also du, ich muss dir was sagen. Ich bin in verliebt in dich. Wie verdammt unangenehm. Boy. Dafür aber verdammt geil. War Das so geil. wird anziehen. Die wird sich voll wundern jetzt. Glaube ich auch. Na Bin gut. gespannt, was sie sagt, wenn wir in der Schule sind. Dann Maya, WWOP. Ach nee, muss das sein? Alle müssen mitmachen, sonst macht's keinen Spaß. Na gut. Ich nehme Pflicht. Ich nehme Wahrheit. Schade. Na gut, dann. Was ist dein größtes Geheimnis? Okay, lass mich kurz überlegen. Ach ja, das. Also, ich war letztens mit meiner Familie im Zirkus und ihr kennt doch diese Nummern von den Clowns, wo die dann halt eine bestimmte Anzahl an Zuschauern halt in die Manege holen. Ja. Und dann kam halt ein Clown auf mich zu und hat mich dann in die Manege geführt und hat mich auf vor so eine Zielscheibe gestellt, da wo halt auch immer der Messerwerfer da dann die Messer drauf wirft. Ich habe dann aber so Panik bekommen, habe angefangen zu weinen und bin dann schreiend aus dem Zelt rausgerannt. Oh mein Gott, wie unangenehm. Richtig geile Story. Ja, schon, aber das ist ja jetzt nicht so ein geheimes Geheimnis. Also du weißt, was ich meine. So ein richtiges Geheimnis, das man niemandem mehr erzählt. Also, ich find's gut. Naja, ich hatte da noch was. Aber Leo, du musst mir hoch und heilig versprechen, dass du die Story weder in deinem Blog postest, noch irgendjemand anderem erzählst. Natürlich, Ehrenwort. Okay, also, ich war anders, bevor er mich kennengelernt hat. Wie jetzt? Hast du dir deine Ohren anoperieren lassen oder was? Oder meinst du charakterlich? Nee, also. Ist ein bisschen kompliziert. Hey, jetzt sag schon. Ich meine, wir sagen es ja auch keinem weiter. Ja, wirklich nicht. Okay. Ich war ein Junge. Also kein Junge, sondern eher ein Mädchen in einem jungen Körper. Ihr Wow. versteht, was ich meine. Echt jetzt? Meinst du das? Ja, also ich war wirklich Warst erst. Na, also nein, verarschen tue ich nicht, ich war wirklich ein Junge.
hat mich halt nicht richtig gefühlt und hat mich eher so als Mädchen gefühlt. Okay. Ja, tut mir leid, Leute, ich muss jetzt gehen. Gute Nacht. Nacht. Oh mein Gott. Denn? Wie dumm. Ich meine, das ist doch Dumm, nicht natürlich. ich finde es creepy. Oh Leute, jetzt entspannt euch mal. Wir haben uns 2 Jahre lang mit der die Umkleide geteilt. Das ist schon irgendwie eklig. Also ich muss da noch was schreiben. Tschüss. Jetzt. Es geht jetzt. Tschüss. Tschüss. Sehr, sehr cool. Alle wieder einschalten. Alle wieder War reinkommen. das Ende zu kurz, ja, oder? Hör zu, ihr Komm werdet es bitte nicht nachher mit sehen. nochmal. Also A, es hat sich dann natürlich doch nochmal ergeben, dass die Positionen verrutscht sind. Das heißt, Antonia hätte plötzlich in die andere Richtung gucken müssen. Aber es hat total gut funktioniert. Und ihr werdet den Unterschied sehen. Das heißt, für euch, also A, wir werden nicht mehr machen als diese erste Szene bei euch. Aber ihr habt so eine coole Idee gehabt. Und ich würde euch empfehlen, dass ihr einfach als Viererteam zusammenbleibt und eine Fortsetzungsgeschichte macht. Das heißt, ihr überlegt euch, was kann die nächste Sache sein. Ich helfe euch da auch noch mal ein bisschen bei der Arbeit. Und dann nehmt ihr in 2 Wochen, nehmt ihr das nächste Mal quasi den nächsten Teil der Geschichte auf. Und dann könnt ihr so eine Fortsetzungsgeschichte machen, weil das ist wirklich toll. Also ich bin absolut begeistert. Ich hätte mir das nicht so gut vorgestellt. Und ihr werdet auch merken, es ist wichtig, dieses, wen ich angucke, wo ich nachdenke. Es gab total von Antonia, waren so, oh, so Fischmundgesichter. Leo zappelt manchmal zu viel. Leo ist dann so, boah, und dann haben wir das und das gemacht. Nicht so schlimm, wie ich das gerade mache, ich übertreibe. Aber das werdet ihr alles in den Videos selber sehen. Und ich würde vorschlagen, ihr guckt euch die Videos an, wir treffen uns am Sonntagabend nochmal, ihr überlegt euch nochmal, wie kann diese erste Zoom-Konferenz, wie kann die ausgehen? Und dann macht ihr häppchenweise, sagt ihr, hey, wie könnte dann, was kann danach passieren? Weil es wird ganz viele Leute geben, die neugierig sind. Aber es muss auf diesem Wenn hohen sie ihn Niveau wieder sehen. sein. Ach, mein Gott, Alter. Ich kacke nicht mehr. Also machen wir das dann so, dass wir irgendwie so, es ist jetzt eine bescheuerte Frage irgendwie, aber nee, ich habe eine grundsätzliche Frage. Du meinst ja, dass es vielleicht auf YouTube hochgeladen wird? Wenn ihr damit einverstanden seid, also was ich machen würde, ich würde so von jedem Ding, würde ich so 1 Minute, 1 Minute 20 machen, als Beispiel für, wir haben gearbeitet. Und wenn alle Beteiligten mit ihren jeweiligen Sachen zufrieden sind, dann lade ich auch die ganzen Sachen hoch. Okay. Aber eure Idee ist die spannendste. Und es ist vor allen Dingen so, ihr seid die perfekten Besetzungen dafür. Weil mit euch glaubt man diese Geschichte. Bei den anderen, da sind so viele kleine Spielereien drumherum. Oder die Gruppe, die die Diskriminierung macht, das ist toll, auch von der Story her, aber die spielen alle über ihr Alter. Und bei euch ist es einfach so, man guckt Leuten zu und man glaubt, das sind Maya, Alisa, Leo und Antonia und nicht eure realen Namen. Und das ist wirklich sozusagen Gold wert. Und wenn ihr euch dann Zeit lasst, sagt, hey, in 2 Wochen machen wir die nächste Fortsetzung und ihr überlegt euch das als Team und ich helfe euch dann nochmal so ein bisschen, dann könnt ihr daraus eine Fortsetzung machen. Leise, Ludo. Wenn ihr Lust habt. Und ihr könnt dann zum Beispiel, Nee. also ihr könnt alles mit einbauen, was auch bei euch passiert. Und ihr habt. Okay, der Ich Hund ist glaube, er jetzt. will mitmachen. Ja, ich auch. Also. Ihr werdet das merken.
Und dann ist es an euch, ob ihr sagt, hey, ihr macht in dem Team weiter, was ich persönlich toll finde. Aber es ist kein Druck. Ihr habt eine super Arbeit abgeliefert. Morgen gibt es das intern für euch alle zum gegenseitigen Angucken. Und dann würde ich sagen, kann man am Sonntag, können wir nochmal eine Aufnahme machen, wenn ihr das wollt, wenn ihr sagt, es ist so okay. Nochmal von der ersten Szene auf. Ich stelle alles online, was wir heute gemacht haben. Und die Namen sind so, dass ihr wisst, was ist welche Szene. Also da steht dann nicht Video 1, Video 2, sondern ich benenne das gut. Und dann guckt ihr das alle an und dann werden wir uns wahrscheinlich dann am Sonntagabend nochmal einfach alle kurz zusammensetzen und so ein bisschen drüber reden. Aber erstmal ein großes Kompliment und vor allen Dingen, hallo, ihr habt das ist meine Sache. Ihr habt anderthalb Stunden extra gearbeitet. Insofern, ihr habt euch euren Abend verdient. Ja, wann werden wir bezahlt? Ja, genau. Wir werden bezahlt dafür, dass wir extra nochmal anderthalb Stunden länger gearbeitet haben. Ja. Ja. In diesem Sinne, habt einen schönen Abend. Genau, hier, drei Frauen. Und ebenso. Also ich beende die Konferenz jetzt für alle. Ihr könnt euch dann nochmal selber zusammen WhatsAppen oder was auch immer. Ja, wir haben ja eine Gruppe. Genau. Ja. Ciao und okay. Kompliment. Tschüss.